Baby, herzlich willkommen in Buxtehude. Baby, Junge! Also da muss ich echt sagen, da war das letzte Auto, mit dem ich von Nico, das war echt, das war nix. Mit dem Lambo oben in der Süd drin, Jungs. Ladies and Gentlemen, fahr raus. Ich glaube, ich bin zu fett für das Auto auch. Bruder. Ich weiß nicht, wie das aufgeht hier, Alter. Ey. Du hast keine Ahnung, was hier passiert in deinem Auto. Ey, ohne Scheiß. Du denkst, Nico, sein Auto war krass. Muss ich dich enttäuschen. Komm rein. Ich hoffe, bin ich zu fett für die Kiste, die hier bleibt. Ja, die Autos. Also Platz ist immer schlecht. Es ist halt einfach auch kein Wohnwagen, ne? Es ist kein Wohnmobil. Anschnallen oder was? Wäre gut, ja. Was ist das für eine Aktion hier? Ich bin genauso. Wir sind am Livestream, Opa. Wir sind am Livestream, sag mal hallo. Ja, so schön. Hallo hier. Wie heißt das da? Wir machen nur eine Spritztour, Opa. Hä? Wir machen nur eine Spritztour. Ja, dann machen wir Spritzwandi-Tour. Ja, genau. Bis später. Ja, genau. Ab. Ab, sagt er. Hat er gedacht, Auto wird geklaut, gleich Kontrolle machen. Ne? Nein. Geil finde ich natürlich auch die Get in the Level Poster. Ey. Ja, die hat Opa hingehangen. Ne? Die hat Opa hingehangen, ne? Stolz ist er, Junge. Ey, ohne Scheiß. Ein Mann wie ein Buch, Ehren-Opi, schreiben die Leute. Ehren-Opi, fahr langsam, bleib. Erstmal müssen wir ihn sowieso warm fahren, das dauert einen kleinen Augenblick. Ne? Also ich muss sagen, ja, es ist ganz anders. Ey, guckt euch mal das Ding an. Ich bin noch nie im Lamborghini gesessen. Ja. Ich sag's dir halt so, wie es ist. Und das wird sich auch noch gleich bestätigen. Du denkst, du hast die gute Beschleunigung, das Feeling schon im GTS gehabt. Ja. Aber der GTS, und das ist kein Disrespect, ich hatte den GTS ja selber auch. Ja. Der GTS ist ein Witz gegen den Lambo. Was geht, Memo, Junge? Wo wollt ihr denn hin? Ein bisschen Spritzer machen. Knossi will unbedingt im Lambo mitfahren. Knossi, ich hab gestern geschrien. Was hast du? Nee, Mina habe ich geschrien. Geschrien? Ja, geschrien hier im Auto, wie ein Mädchen. Ich habe keine Angst mehr. Willst du zum Training jetzt mit René oder was? Ja. Aber heute durchziehen wieder? Muss. Okay. Hoffentlich kommen die Scheine, Mann. Ja, ich habe ja noch englische Spiele auch. Englische Spiele. Passt, ne? 1-0 ist. Sieht gut aus aktuell. Ja, sieht genau. Gut aus. Memo, guter Mann. Memo, guter Mann. Musst du dem jetzt unbedingt zeigen, gell? Memo hinterherjagen, gell? Das ist das Ding. Gar nichts, ich fahr normal, was schießt du? Ich fahr ganz normal, Digga. Memo, ciao! Und wann darf ich fahren? Gar nicht. Einmal? Nein. Eine Runde. Chat hängt da hinterher, oder? Ja, Chat hängt immer mal hinterher. Eins in Chat, wenn ich heute fahren soll, Leute. Eins in Chat, dass ich mal die Bude fahre hier. Leute, eins rein. Junge Mensch, mir fällt das Handy aus der Hand! Du wärst auch schreien wie ein Mädchen, Digga. Bist du noch ganz sauber oder was? Lass mich raus! Bist du noch ganz sauber? Bist du geisteskrank oder was? Weiter geht's, Masse. Hey Murat, was geht, Digga? Murat! Alles klar oder was? Hör auf zu hupen, Mann, Junge! Das war aber nicht wegen mir. Schön, ist schön, ist angenehm. Ist angenehm. Ich muss kacken, aber... Nein, bei mir wird nicht gekackt. Bei mir ist Kacken verboten. Aber weißt du, was lustig ist? Du kannst jetzt auf den Modus fahren, hör mal. Strada-Modus. Das ist entspannt.
Das ist der Strahler-Modus, dann ist er ganz ruhig, das ist der Sport, dann ist er laut und Corsa ist Rennstrecke. Gib mal eine Kippe her. Hast du auch Feuer am Start? Ja. Ey, ich glaube, ich muss kotzen. Musst du kotzen, ehrlich? Halt mal an. Ernsthaft, willst du kotzen? Ja. Halt an. Ja, ich gebe jetzt nichts zum Anhalten. Halt an! Warte, ich fall halt hier an. Warte. Ich kann hier nicht anhalten, Junge. Halt durch. Wenn du mir jetzt gerade kotzt, ich schwör, ich auch nicht die Fresse. Wenn du, Digga, du willst doch jetzt nicht wirklich kotzen gehen. Ist ja widerlich, Digga. Kurz aussteigen. Digga. Der kommt ja gar nicht klar, ja. Was ist los, Klausi? Digga. Können weiter? Ich sag's dir, wenn du mir jetzt ins Auto kommst, was ist los? Mir geht's gut, ich bin top drauf. Ich hätte schon irgendwo hätte ich's auch gejoint, hättest du jetzt gekotzt. Hast du meine Zigaretten hier abgezogen? Hier sind die. Ist der nicht ein bisschen übel? Nein, aber du bist nicht der Erste, der kotzen muss. Dass diese YouTuber mir immer ihre Autos zeigen müssen, Jungs. Geht das Ding quer? Wenn das Internet nicht immer so ein Problem haben würde, hätte ich auch gesagt, wir fahren auf Autobahn. Dann zeige ich mal, wie es 300 anfühlt. Oder 320. Nee, muss auch nicht. Nee, aber ist wegen dem Internet scheiße, ne? Hier war früher meine Fahrschule drin. Da habe ich meinen Führerschein gemacht. Da ist jetzt eine Thai-Massage mit Happy End. Hier drüben rechts, ganz rechts in der Ecke, war eine Videothek. Da ist jetzt ein Barbecue-Laden, der macht aber auch zu. Oder hast hat schon du zu. Wieder Angst. Da, wo der Typ gerade vorbeigeht, da war immer die Pornoabteilung. Da habe ich mir immer die Pornos angeguckt. Lossi! Oh, Baby! Komm her, wer bist du? Wir sind live! Du bist auch live, oder was? Ja. Du bist auch live? Ja. Wo? Ja, was ist das für eine Ausrüstung? Was hast denn du für eine Ausrüstung? Bist du Pfadfinder, oder was? Meine Splitterschutzweste. Parzimann heiße ich. Parzimann. Ich bin ein Lurker bei euch. Aber hin und wieder gucke ich rein. Aber es sieht aus wie ein Bock. Alter, du siehst aus wie... Ja, ich habe hier meinen Akku hier und so. Ich meine, ich fange gerade an. Ne? Ihr habt aber ist doch korrekt, Digga. Equipment. Ist doch korrekt, Mann. Ja. Aber wie muss man haben? Aber pass auf, dass die Bullen nicht festnehmen, weil die denken, du sprengst dich in die Luft. Weil das sieht ein bisschen so aus wie gleich hier. Du gehst hier in ein Einkaufszentrum, ich mach oder? Ich mache Geocaching gerade. Ne? Geocaching? Ja, Geocaching. Was ist das? Das ist Verstecke suchen. Schatzsuche 2.0 sozusagen. Ich muss weiter, Technik. Grün. Leute, haut lass rein. Lass gut gehen, Digga. Ciao, viel Spaß bei uns. Schau mal lieber, siehst du, das ist nämlich Zielgruppe. Der guckt nämlich, der geht auch mal gerne rein in die Bücher. Dass ich einmal fahre. Ja. Schauen wir mal. Ausgeschlossen ist es nicht. Einmal fahren, oder soll ich einmal fahren, Jungs? Einmal eine Runde, mal ein bisschen vor- und zurückwärtsgang. Dann können wir auf abgeregelten Parkplatz fahren. Ja. Der Unterschied ist, Nico seine Felgen muss er nicht selber bezahlen, weil er hat VIP-Leasing. Ich muss meine Felgen, wenn sie kaputt sind, selber bezahlen. Ja, und die gibt es auch gebraucht für 7-800. Reg dich ab. Ja, wahrscheinlich für 7-800. Ich habe gerade, ich sag dir ehrlich, ich habe vor 3 Tagen, weil ich fahre über den Kreis und einer schneidet mich, ich reg mich auf, fluch ihm hinterher, fahre weiter und fahre gegen Kannstein und mache mir bei meiner S-Klasse vorne die Felge nicht so schlimm kaputt, aber der Reifen, den muss ich neu machen lassen. Der hat einen richtigen Wichs wegbekommen. Das ärgert mich schon. Der Lambo ist noch kratzerfrei. Kratzerfrei, Digga. Aber sag ehrlich, der Sound... Leerlauf. Deine auch nicht schlecht, dein Domino-Kistchen. So, wir fahren jetzt durch die Buxtehude Innenstadt. In der Hoffnung, dass wir ein paar geile Muschis sehen. Ah, ich habe natürlich kein Interesse wie immer. Ihr wisst es, ich habe wie immer gar kein Interesse. Deswegen hast du die auch in die Nacktbilder bei René's Handy richtig heftig reingekommen. Der hat mir die, ich hab, komm mich gar nicht wehren. Der kommt, guck mal hier. Ich
konnte mich überhaupt nicht wehren, Leute. Also willst du sagen, du hast nicht diesen hier gemacht? Wie? Zum Reinzoom? Ich hab den Kuh. Wir haben gesagt, wir sprechen über so einen Spitz oder was? Nein, war nur Spaß, Digga. Macht ihr keinen. Wir laufen einmal durch die Innenstadt. Ich wollte ja einmal Buxtehude kennenlernen. Leute, wollt ihr mit uns einmal durch Buxtehude? Ja, wir laufen durch Buxtehude, aber nicht stalken. Ey, können wir dich, können wir dich mitnehmen? Da den Alter, kein Bock mit dem da abzusagen. Der ist unser Security-Mann. Der macht einen verwehrten Eindruck. Den akquiriere ich jetzt, Security. Ja, war's verwehrt, Junge. Der sticht mich ab. Pass auf, dass die Tür hier nicht dran knattert. Pass auf, Junge. Er legt dich ab, Junge. Hier ist doch die Buchhandlung, Junge. Hier habe ich doch deine Insta-Stories gesehen. Ja, genau, richtig, ja. Kommt rein, 20 unterschriebene Bücher am Start. Ja, das ne? nennt man der Community was zurückgeben, das kannst du doch nicht. Warte, ey, Leute, eins in Chat, wenn ich meiner Community richtig zurückgebe. Guck mich an, wie ich aussehe, du läufst mit Robert Geist, den Allerechten. Buxtehude, ich bin da! Schrei doch nicht so rum, Digga. Leg dich doch du ab. Fährst heute Abend, Alter, ja, und, ja, und? Hier ist meine Deutsche Bank. Deutsche Bank, die echte. Da gehen die Mieteinnahmen drauf ein. Ist das so? Ja. Aber eigentlich habe ich mir nur damals das Konto da gemacht, weil meine anderen Konten eingefroren worden sind. Ey, ich fühle mich ein bisschen wie Nico Backspin. Wie Nico Backspin? Ja, ja, ich laufe ja auch mit dir hier. Ich bin da, was muss ich noch wissen hier? Buxtehude, aber nichts los in der ganzen Stadt. Nee, aber ist doch heute auch scheiß Wetter, Digga, ne? Das ist hier Starkmann, Magmann. Starkmann, Magmann, Jungs, schöner Laden. Schaufenster leer, wunderschön, wunderbar. Ja, den gibt's, der ist riesig in Buxtehude. Das ist halt der Einzige, der sich im Grunde gehalten hat. Und das ist die Nummer 1 in Buxtehude. Ha, so ein Igel. Hier unten gehen immer essen, Dings. Sport ist wichtig. So, hier haben wir ein paar schöne Uhren. Jungs, da hast du früher noch deine erste Karte gekauft wahrscheinlich. Nee, aber hier habe ich letztens schon gesagt. Ich stand hier früher immer vorne im am Schaufenster. Ja. So, aber nicht auf der Seite mit den Uhren, sondern drüben beim Schmuck stand ich immer. Ja. Und dann habe ich immer nicht geguckt, was sieht schön aus, sondern ich habe immer geguckt, was ist das Teuerste. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ich da einbreche und die Scheiße klaue. So. Und jetzt gehe ich da rein und lass mir meine Rolex richten. Weißt du, das ist so diese Ironie des Schicksals. Ja. So war das früher hier. Blair, heute seid ihr mit dabei. Focus TV, die Reportage hinter den Kulissen von Montana Black, der Allerechte. Ich bin da in Buxtehude, da musst du dich dran gewöhnen, Junge. Was ist denn jetzt los? Gehen wir mal vorne. Was ist denn jetzt los? Hast du Angst vor einer Wespe? Ja, ich bin der Machst du den dicken Vers mit dem Lambo? Komm, Junge, weiter. Komm mal eine Runde weiter hier, Jungs. Alles klar bei euch, oder was? Kommt ihr von hier? Ist top hier zu leben, oder? Wenn die auf Stade kommen, könnt ihr sie beurteilen. Aha. Stade ist noch was anderes. Legerei gleich noch hier. Ich bin auch nicht peinlich. Guck mich an. Bin ich peinlich für Sie oder komme ich gut rüber? Also, was willst du? Komm. Wir gehen mal davor ans Fest. Reg dich ab. Wir laufen einmal darüber. Ich mach nicht den Peinlichen. Sascha hat mit mir Spaß gehabt. Ja, hab ich gesehen, Digga. Unsympathisch. Blockiert bei WhatsApp. Was blockiert bei WhatsApp? Wenn ich ihn anrufe, ist bester Mann. Was? Er freut sich, wenn ich ihn anrufe. Unsympath. Du hast ihn spielsüchtig gemacht. Jetzt kommen wir ans Kaffee, Junge. Du musst auch mal den Königlich machen. Einfach mal so hoch. Du dich dazu äußern, dass du Sascha spielsüchtig gemacht. Ich habe Sascha nicht spielsüchtig. Er ruft dich letzten nein. und sagt, spiel mal das und das Spiel. Er wollte unbedingt mit mir ins Casino gehen. Er sagt zu mir, spiel mal das und das Spiel. Wolf Gold. Dann sagt er, kriegst du dich auf der Seite. Er ist doch schade. Schade. Ja. Sascha, ja, ich kann doch nichts dafür, wenn er meine Streams guckt. Hier sind wir im berühmten Kaffee. Ja, nicht jetzt filmen da die Leute. Nein, ich filme oben. Nicht da filmen, Digga. Lass das jetzt. Die wollen in Ruhe da essen. Lass das jetzt, Mann. Man muss auch ein bisschen Respekt haben. Nicht den Leuten, jetzt kommt schon der erste Blatt. Ja, ist mir egal, aber nicht die Leuten, die Fresse. Junge, wie geht's? Kamera in die Fresse halten. Die sind hier am Essen gemütlich. Hier waren früher Bänke. Und hier war immer Altstadtfest, Buxtehude. Und hier stand ein Kollege, den ich nicht namentlich nennen möchte. Okay. Der stand hier ungefähr. Und vorhin so eine Punkerin. Ja? Und die Punkerin war übelst besoffen und hat die dicht gelabert. Irgendwie hatten die eine Meinungsverschiedenheit. Mein Kollege, die ganze Zeit ruhig geblieben, hat gesagt, geh mal. Der Freund stand dahinter von dieser Punkerin, aber konnte sie auch nicht zügeln. Und die ganze Zeit voll auf Kacke, so ein ekliges, also so ein Mannsweib. Ja? So, und sie stand so hier vor ihm so und hat mit ihm voll gelabert und diskutiert. Und er steht hier so, voll abgenervt, dreht sich so um, guckt mich an, ich stehe da, wo du jetzt stehst und sagt, Marcel, was soll ich machen? Ich sag, Digga, geh an. Er dreht sich um, sie sagt irgendwas, er sagt, ich gehe jetzt und dann macht sie so bei ihm. Und spuckt ihn so ekelig ins Gesicht und dann bei meinem Kollegen, das ist lange her, sollte man nicht so machen. Und dann mein Kollege, Digga, dreht durch und der hat sich so aus dem Leben genockt, Digga. Das war einer der schönsten Momente in meinem Leben. Hallo. Warst du jetzt unangenehm, weil die Leute stehen geblieben sind und geguckt haben, wie du hier performst? Nein, den kenne ich, mit der bin ich groß geworden. Das ist Anna. Mit der bin ich groß geworden. Hallo Anna. Ich bin Knossi. Ciao, ciao, meine Liebe. Woher kennst du die? Mit der bin ich groß geworden, Digga. Die hat noch eine Schwester, Lena, und mit denen bin ich zusammen damals, meine Mama war mit denen befreundet.
Die haben damals eine Wohnung da bei mir in der Ecke gehabt und mit dem bin ich zusammen groß geworden. Kindergarten waren wir jetzt nicht oder sowas, sondern ich bin immer nach der Schule, wenn ich Schulschluss hatte, oder Kindergarten bin ich immer zu denen, habe bei denen gegessen. Und jetzt hat sie mit einem Kollegen von mir zwei Kinder zusammen. Das ist doch eine schöne Nummer, oder? Ja, das, aber das ist das, was ich halt zum Beispiel einfach auch liebe. Das Buxtehude. Natürlich auch woanders auch noch. In anderen kleinen Städten, aber in Hamburg oder so hast du es nicht. Läufst durch die Innenstadt, triffst alte Kindheitsfreunde. Ja. Seltener, ne? Ja, ja, aber das habe ich auch bei mir. Ich kann es bei da, wo ich herkomme, ich könnte das genauso vergleichen mit dem. Ja. Wenn ich von dir deine Geschichten höre, weiß ich genau, bei mir ist es auch so. Ich habe da meinen Friseurladen, da gehe ich hin. Da sind die Dinger. Ich kenne die Leute, wenn ich durch die Stadt laufe. Genau, das ist einfach schön, Digga. Ne? Jedes Kind will da drauf rumklettern. Ich weiß, gibt es da einen, wenn man den Titel sieht? Von dem Metall. Mit dem Schniedelwützchen? Nee, glaub nicht, das ist aus Metall. Das ist doch kein Problem hier. Früher ist man da immer als Kind draufgeklettert. Oder gesetz dich doch mal, ich sehe dich doch hier, dass du hier schön sitzt, ne, mein Süßer. Oh ja! Genau, so saß man hier als kleines. Oh, das ist doch ein schönes Ding hier. Schön. Das sind auch wieder Bilder für die Götter hier. Piekt ein bisschen? Tut's gut oder eher? Nee, ist zu klein. Aber der steht hier auch schon länger als ich lebe. Ja, ja, das kennt man. Ne? Ja, wenn es bei mir nicht mehr läuft, flex ich ihn ab und verkaufst das Altmetall. Auch Kleine können Großes bewegen. Die Frage ist, auf was ist das jetzt bezogen? Ey, ganz ehrliches Ding, das hat ja auch irgendein Perverser im Design hier, oder? Ich weiß es nicht. Wieso ist hier ein kleiner Junge nackig auf einer Kuh? Willst du mich verarschen? Und dann steht noch so ein Satz da drauf. 88 ist das gebaut worden. Hier vorne links, da wo jetzt diese scheiß Immobilienfirma drin ist. Ja, aber das muss dir doch gefallen, du suchst ein Haus hier. Das stimmt, aber ich sag dir was geiler war. Früher war in dieser Immobilienfirma hier vorne drin ein Waffenladen. Und da lagen immer die dicken Messer, die Pistolen. Und dann stand hier immer als kleines Kind. Und sag ehrlich, die Silvesterdinger für die Pistolen, genau. Alles. Und hier. Die Schweizer Taschenmesser waren hier immer drin und man wollte immer ein Schweizer Taschenmesser. Immer ein Laserpointer, alles solche Sachen hier, alles was man wollte. Wir gucken mal kurz nach dem Haus. Die Immobilien sind sowieso alle überteuert. Ist das hier nichts? Warum hängen die Scheiße drin, wenn es verkauft ist? Was ist das für ein Scheißladen? Macht doch gar keinen Sinn. Verkauf. Ja, weil sonst ist das Schaufenster leer. Ja, so viel gibt's hier gar nicht zu kaufen, ne? Ein schönes Haus in Abensen, ja, da will ich aber nicht hin, Digga. Schönes Haus, aber abends. Aber du willst unbedingt auch hier bleiben, ja, ne? Muss, Digga, muss. Na komm, lass weiter. Ja, warte. Ja, was ist los? Nee, der ist es nicht. Nee, muss mich verwechseln, Digga. Nee, hat ähnlich. Er ist es nicht. Ich dachte auch, wir kennen uns schon so lange, aber wir hören das so oft. An was habt ihr jetzt gedacht, dass das ist? Ja, weil der soll hier in Buxtehude wohnen. Nee, wir gehen auf den Faschingsball. Der hat sich die Sachen nur ins Gesicht gemalt. Ne? Achso, okay. Alter. Ciao, ciao. So musst du es machen, Blatt. Der hat's geglaubt, Alter. Der hat's gefressen. Also, achso. Der hat's geglaubt. Er hat's getaggt. Also, achso, ja. Ey, und jetzt weißt du was, an welche Stadt mich das hier erinnert? Ganz ehrlich, Europa. Überlege, welche Stadt, Chat? Welche Stadt hier von der Optik, diese Gasse? Venedig oder was? Nee. Welche denn? Was für? Welche? Amsterdam. Amsterdam? Red Light District. Ich war noch nie in Amsterdam. Also Josh war ich schon, aber... Amsterdam, schreiben sie auch alle. Amsterdam. Das wirkt hier wie aber Amsterdam. Venedig war ich doch auch nicht dran, oder nicht? Venedig sind die Kanäle viel breiter und... Ich war noch nie in Venedig. Du warst überhaupt schon mal irgendwo? Du verlässt hier auch das Ding nicht. Doch, ich war schon oft im Urlaub. Wo, wann denn das letzte Mal? Vor 3 Jahren war ich auf Malle. Da waren auch schon legendäre Schlägereien drin. Hast du die schon mal geprügelt, oder? Ja, vielleicht. Aber hier für die Leute, die es noch kennen, die Realer-Story, wo habe ich die mal erzählt, doch abgezogen, wo ich abgezogen worden bin, wo mich jemand abziehen wollte, mein Handy, und mir der Zahn ausgeschlagen worden ist. Das war, wir können mal an den Platz. Wollen wir da an den Platz ja, gehen? Ja, aber da warst du noch nicht berühmt, ne? Oder? Da warst du noch so. Bin ich berühmt? Du bist ja. Hier war früher auch eine Videothek. Bekannt. Pornoabteilung. Das hier. So komisch, Videothek. Der gute alte Orion war hier, ne? Ne, hier war die Videothek drin, auf der Seite waren die Kinder. Mit Kabinen oder was? Nein. Und hier auf der Seite war die Pornoabteilung. Und da warst du, da warst ich hab mir, damals gab es das noch nicht. Kassette noch schön VHS. Damals hat man sich Pornos ausgeliehen. Natürlich. Ist so. Das ist doch mal ein Haus, Jungs. Das wäre, ich sag, du willst sagen Schrottmüll, aber das ist ein Haus. Das kennen die Leute, ich kenne die Besitzer. Das hat Charakter, das Haus. Das ja, hat Geschichte. Das ist das Schloss hier in Buxtehude, das ist schön. Dahinter ist direkt der See, die Äste. Mir wäre es persönlich zu zentral, weil du bist ja mitten in der Innenstadt. Ja. Aber es ist ein schönes Haus. Es ist natürlich alt. Für mich wäre es nichts, weil ich Angst hätte, dass der Geist von Hitler da drin ist. Hallo, die Damen. Mädels. Hab dich doch, das ist so schön, mal noch drei Junge. Du
bist doch so gesagt, du willst nicht hinfahren. Ich mach das für dich, damit du das eine sagst. Das ist er, das wäre er fürs Leben. Das ist er, ach hör doch auf, schäm dich doch nicht immer. Wieso schämen sich die Leute immer mit mir? Aber ich bin offen, du musst offen sein. Hier hat mich damals der Typ hingeleitet. Also hier hat er gesagt, komm mal mit, wir müssen reden. Hier, hier, ja, von da. Wir sind jetzt einmal ringsrum gelaufen, Freunde, ne? Moin, moin, jo. Von vorne von der Kneipe sind wir hier längs. Reden? Aber da wusstest du doch schon, was abging. Nein, nein, nein. Ich kann den ja. Ich war auch total besoffen, ne? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ist ja schon lange her. Und ich war besoffen, ungefähr in diesem Bereich hier. Und dann hat er mir gesagt, soll ich mein Geld geben und mein Handy. Und er stand dann hier, stand da und habe ich ihn nicht gegeben und hat er mir... Und du? Ja, ich habe nichts. Ich hatte nur ein blaues Auge, Zahn verloren. Hast du dich nicht gewehrt oder was? Also ich hatte ich habe euch auch in der Reader Story erzählt, ich hatte einen Schlagring in der Tasche. Ich hätte ihm auch einen Schlagring einen über den Dötz hauen können, aber er hatte zwei Brüder, die ich kannte. Angst, und, Respekt. Ich wusste, wenn ich ihn jetzt einen Knockout haue, gibt es in naher Zukunft noch mehr Ärger. Und ich wusste auch, selbst wenn ich ihm jetzt ein Ding gebe, kann es auch sein, dass dann kommen seine Brüder. Ja, ich war zwar mit den Brüdern cool, aber die Brüder halten. Und jetzt, wenn ich, so Geschichten habe ich auch bei mir früher, aber wenn du jetzt drüber nachdenkst, jetzt lachten die Leute drüber. Wenn du sie triffst, ne, alle, jetzt ist man älter geworden, ne, gibt's nicht, ist ganz normal. Ne? Ich habe kein böses Blut gegen die Leute. Ich habe das da mit den Personen ein paar Tage später direkt geklärt und da war gegessen das Thema. Damen und Herren, Live-Action in der Stadt. Ich sehe schon, zwei Leute abgebogen. Ja, erzähl ruhig weiter, lass dich nicht irritieren. Nee, sonst gibt's nichts mehr zu erzählen, lass weiter lieber. Das Ding ist, ich sag euch ganz ehrlich, wir haben uns auch schon mal in der Wolle gehabt, wenn ich dann ein Foto mache, sag er, ich untergrabe seine Autorität oder sowas. Nein, hab ich nicht gesagt. Hast du gesagt? Nein, ich hab nur gesagt, dass es doof rüberkommt, wenn ich sag, wir machen keine Fotos und du dann sagst, wir machen Fotos. Aber was von Autorität? Weil der Junge war doch, der war das, ich hab manchmal das Bedürfnis, ich will auch aufs Foto. Ja, du bist eine famegeile Sau. Ich bin nicht famegeil, sondern ich will was hinterlassen. Stell dir mal vor, ich gehe in zwei Wochen von diesem Planeten, dann hat der Typ noch ein Handy von mir auf dem Foto. Dann bin ich da. Ein Foto auf dem Handy meinst du, nicht ein Handy auf dem Foto. So, dann bin ich noch da, dann habe ich was hinterlassen for the world. Ja, aber Knossi, ich sag dir ehrlich, kann man drüber streiten über das Thema, aber ich habe schon genug Fotos gemacht. Ich bin satt mit Fotos. Um da einen Punkt hinterzumachen. Entweder man versteht das mit den Fotos noch nicht. Das, weißt du, du hast auch bestimmt schon mal Leuten gesagt, oh, jetzt gerade kein Foto. Nee. So, ja, okay, danke. Habe ich noch nicht gesagt. Ja, gut, okay. Aber du wirst an den Punkt noch kommen. Das sagen kann ich dir jetzt schon sagen. Ich habe es jetzt auch gemerkt, als ich im Computergeschäft war, dass man nicht mehr wegkommt einfach. Genau. Man kommt nicht mehr weg. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist einfach jetzt am fairsten, wenn man sagt, wir machen jetzt hier unser Ding. Fotos ist jetzt... Gamescom, habe ich gesagt, nur noch im Laufen. Da ging es nicht mehr. Du hast aber immer Fotos weitergemacht. Im Laufen aber. Ja, was soll ich denn machen? Du bist immer stehen geblieben. Ja. Ich habe es gesehen. Ich bin es ja nicht gewohnt. Ich war das erste Mal bei sowas. Ja. So, willst du noch fahren oder was? Ja, aber nicht jetzt, nein. Gib Schlüssel. Nein. Ey, aber ohne Scheiß, dass das vorher geklärt ist. Was ist jetzt? Hey, jetzt komm, setz dich jetzt rein. Was ist jetzt los? Setz dich jetzt schnell rein. Junge, jetzt? Ja. Wir müssen gehen, Jungs. Baby, was ist denn? Man kommt sich vor wie ein Flüchtiger. Guck mal, die Kinder. Die Jungs können ja gucken, kein Problem. Gar kein Problem, aber ich will jetzt weiter. Die Kinder, guck mal, wie der lacht, Junge. Mein Süßer. Moin, Jungs, moin, moin. Moin. Guck mal, wie sie winken. Alter, guck mal, wie die dich angucken. Guck mal, wie die Handys in die Hand nehmen. Ja, ist auch in Ordnung, Digga. Gar kein Problem. Aber dabei bin ich doch der König. Wir können von mir aus auch noch mal oben in die Süd fahren, wenn du Lust hast. Sollen wir in die Süd fahren? Oben in der Süd. Weiter geht's. Fahr schnell weg, die schreien schon. Hier, meine Stammspielerin. Oh, zeig mal welche. Hier, guck mal. Das, wow, war früher Jackpot. Ja. Big Cash und das ist Jackpot. Beim Jackpot gibt's den... Wer schreit denn da so? Piss dich, du Hansohn! Das ist Jackpot, da gibt es den besten Kakao überhaupt. So, und dann kamen ja die neuen. War vorbei, Digga. Dann gab es ja die neuen Spielhallengesetze alles. Ja. Und jetzt musste Big Cash daneben direkt zumachen. Einfach zumachen. Alle Angestellten mussten bla bla. Und weil man durfte nur noch alle 500 Meter. Ja, ja, eine Spielhalle. So, genau. Und weil Jackpot später gekommen, Big Cash später gekommen ist, ist jetzt Jackpot am Start. Bei Jackpot ohne Start, eigentlich müsstest du da reingehen und den Kakao trinken, der ist legendär, Digga. Da schmeckt es auch, wenn du 300 verzockst, der Kakao holt es wieder raus. Wir können da nicht rein mit Zug. Nein, ich weiß, deswegen, ja. Kakao kriege ich auch Durchfall, Laktose, Lektose. Ja? Natürlich scheiß da rein. Du willst doch, dass ich bei dir heute nicht die Bude zuscheiße. Ja, aber im Notfall kannst du mal wegrein. Kann schon sein, dass ich heute Abend auf einmal kacken muss. Alter, wer schreit denn da so rum? Da komm her, hier, du! Was ist denn? Haben oder was? Schreit die ganze Zeit rum.
Digga, fahren wir hier gerade an der Ehrenanstalt vorbei? Ey, irgendeiner fährt uns doch hinterher irgendwo und schreit. Nein, das war einer aus dem Haus da. Der hat sich wieder aufgeregt, weil der Wagen so laut ist, glaube ich. Ach so. Könnte sein jetzt, ich weiß nicht. Ja, du bist das natürlich gewohnt, dass der Wagen natürlich so laut ist. Es ist nun mal kein Mofa. Der war ja nicht laut gerade, der Wagen. Nö, der ist angenehm. Das Auto von außen aus. Nächster kommt Mopedfahrer. Jungs, ihr wisst, wie ich bin. Ich mache immer Foto. Ich bin lieb zu dir. Guckt euch das Auto an. Das ist er. Lamborghini Huracan, oder? Bin mir gar nicht sicher. Ich will, dass du mich anständig begrüßt. Tadea. Was kann man für dich tun, mein Sohn? Ich wollte dir eine 10 Euro Stunde geben. Oder nein, Junge. Nein, Alter. Nein. Ich wollte schon immer Geld donaten. Was habe ich hier mit Jordan und Wifi? Findest du das jetzt nicht gut? Wasser. Wasser ja, schmeckt nach gar nichts. Ich freue mich natürlich. Hier haben wir noch einen Hier ist noch jemand. Ja, hab ich schon gesehen. Ich mach kurz Foto. Der wollte von dir gar kein Foto. Der wollte von mir richtig ab. In Ordnung. Komm, beiß ab, Knossi. Hör auf mit dem Scheiß. Holla, ich beiß auch bei dir ab. Beiß bei mir ab, dann beiß ich bei dir ab. Nee, piss dich. Komm, beiß ab. Hier, nimm jetzt ein. Beiß ab von der Wurst. Beiß mir einmal ab von der Wurst. Beißt du bei mir auch? Meine ist frisch. Meine Wurst. Ich beiß bei dir auch ab. Meine Wurst ist frisch, Mann. Och, Baby. Och, schön. Ah, schön. Oh, der war schön. Oh, der war schön. Oh, Baby. Wow, wow, wow. Lass mir die doch nicht einstecken, Junge. Oh, der war schön, Junge. Hast du gerade gekitzelt hinten in der Gurgel, oder? Komm her, jetzt ist zufällig. Jetzt ist zufällig, du Wichser. Jetzt gebe ich dir richtig Tiefsflow, Alter. Komm her. Ich weiß doch, warum mache ich sowas? Wo bin ich? Ich hab drauf bei dir gemacht, Junge. Ja. So. Tschüss, mein Junge. Macht euch einen schönen Abend, ne? Ciao, mein Lieber. Oh, er will auch zeigen? Er zeigt uns ein bisschen nur. Ja, ja, ja. Auf geht's, oben in den Süd rein. Junge, hier steht immer Mehmet mit dem Döner. Ah, ja, ja, hier ist das immer. Hier steht immer. Hier steht er immer, ja. Hier wurde ich beim Clown erwischt in dem Laden. Ja? Ja, damals die scharfe Schokolade-Geschichte. Hier habe ich mein erstes Dings, mein erstes Knacksclub. Knacksclub. War auch mein erstes ja. Knacksclub. Immer die hab Zeitschrift noch dazu. Ich die scheiße Sparkasse, größer Rotzladen. Aber habe ich auch gehabt, Knacks. Und die Zeitschrift immer dazu, Weltspartag immer hingegangen. Und immer an diesen kleinen Monitoren die Serien geguckt. Ja, alles erlebt. So, und hier sind wir jetzt gleich da, wo ich groß geworden bin. Weimarer Straße 20B. Ey, quatsch, hier keine Leute dicht. Ich guck. Da oben sind welche am Fenster, du redest nix.
Mal Hallo sagen? Nein, nein, Rossi. Ich bin doch freundlich. Nein, möchte ich aber nicht. Ich will hier ein bisschen auch nochmal mein Gesicht sehen lassen. Ja. Du bist doch, deswegen bist du nicht... Rossi. Oh, die sind auch noch jung, das ist auch nein, genau. Alte war im Süden ganz geil aus, aber nicht von der. Die gefällt dir doch, ja und dann? Kann gut sein. Ja, also, dann lass mich doch mal machen. Vertrau mir nein. doch mal. Ja, du bist auch wirklich, du bist auch. Jo, fotografier ruhig, trau dich. Er hat schon Handy in der Hand, mach ruhig, mach ein Foto. Das ist das Beste. Marcel, sprech die Leute nicht an, Marcel läuft vor. Moin. Er hat mich gegrüßt, als erstes. Hier wohnt der beste Hausmeister Hans. Hansi? Warum Stress? Der hatte im Keller unten so, und erstmal hat er oben drüber den Schlüssel versteckt und man konnte mit einem Tritt immer die Tür auftreten und dann wieder zureißen. Und der ist immer nach Polen gereist und hat immer Stangen Zigaretten gehabt. Und wenn ich mal Geld not hatte, habe ich mir die genommen. Na, das ist doch schön. Wohnt der noch hier? Ja. Ja, das Fenster war gekippt und du erzählst die Geschichten hier. Nein, der war nicht da. Komm. Woher weißt du das, wenn das Fenster gekippt ist? Ich habe hier 8-9 Jahre gewohnt, ich weiß aber da. Der kommt gleich raus, Hansi. Mit der Axt, Junge. Mit dem Beil. Hier hat früher seine Tochter drin gewohnt. Die rechte Seite war ihr Zimmer, habe ich auch mal durchgeguckt, wenn sie umgezogen hat. Woher weißt du das? Die Fenster sind offen. Hier hat Herr Lünzmann gewohnt. Lünzi? Herr Lünzi, der ist aber schon gestorben. Er hatte eine Störung. Also der war psychisch nicht mehr ganz da. Der ist im Schwarmarkt Pape einmal einkaufen gegangen mit T-Shirt, aber untenrum gar nichts. Ja, wirklich, wirklich. Wo ist deine Wohnung? Meine Wohnung ist auf der Seite. Das ist Weimar Straße 20a. Aha, Leute. Und? Leck mich am Arsch, Junge. Du erzählst die Sachen, die Fenster sind offen. Dreh mal die Kamera, Bruder. Noch nicht filmen. Warte. Hab nicht gefilmt. So. Was ist los? Erzähle. Das ist hier meine alte Hotelle. Aha. Da oben, also nicht das erste Fenster, nicht das zweite, sondern das dritte Fenster. Ist Kinderzimmer gewesen. Das war mein Zimmer. Und das Fenster daneben, das war mein Zimmer. Ganzes Stockwerk oder das was? Das ganze Stockwerk, ja. Also links und rechts das Fenster. Das war ein großes Zimmer. Ich glaube, die Wohnung ist... Nee, ist nicht leer, ne? Nein. Da hat eine Zeitweise ein Kollege von mir drinnen gewohnt. Lass mal klingeln. Nein. Ich gehe rein. Ich würde gerne mal Kinderzimmer schnuppern, wie es so war. Früher hat immer Vincent, mein Hund, immer da runter geguckt am Fenster. Wenn ich gekommen bin, hat er gejault. Da aus dem Fenster hat meine Mutter Bonks rausgeschmissen, wenn sie die gefunden hat, hier immer auf dem Asphalt. Naja. Es gibt auch immer ein Buch zum Beispiel, ein Bild, wo ich genau hier raussteppe in so einem Basketballanzug. Aha. Komplett schwarz mit so braunen Aufklebern von den Mannschaften. Da gehe ich so. Wer hat das gemacht, das Bild? Mein Vater. Da war ich übelst high. Das weiß ich noch. Nee, wirklich, das weiß ich noch. Das ist hier ist die alte Hut. Hier habe ich meine Jugend verbracht. Ne? Meine Kindheit habe ich unten verbracht, in der Nord, aber hier... Ich sag dir, ohne Witz, bei mir alles ähnlich. Auch in so einem Haus groß geworden mit vielen Familien. Lass klingeln. Nein. Wie heißt die Familie heute? Nein. Klinge doch nicht irgendwo und geh da mit der Kamera rein. Wenn wir da reingehen und sagen, wir sind hier, Sat.1 vermisst, wir wollen das alte Kinderzimmer schnuppern. Nein, ich gehe da nicht rein. Will ich nicht. Respektiere das. Aha. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, dass man Nein, jetzt hier reingeht. Nein, darf man nur nicht mit dem Fahrrad längs fahren, dafür stimmt ja. Das scheint, du bist auch der Bürgermeister, oder was? Ja. Hier zum Beispiel immer die Wäscheleine. Und da waren immer von ein, zwei geilen Nachbarinnen immer die Unterwäsche. Und ich sag, Schnuppi? Ich hab's mir immer geklaut, ja. Und hast du auch mal, was hast du dann damit gemacht? Das sage ich nicht. Da war ich jung und immer bekifft. Hast du den Schnuppi gemacht, oder? Ich habe auch mal im Livestream erzählt, ich habe den Schnuppi gemacht früher, ja. Jetzt nicht mehr, schon lange nicht mehr. Damals auch von meinem Kollegen, der hatte eine Schwester und eine Mutter, da haben wir auch immer die Höschen mitgehen lassen. Das war früher, weiß nicht, haben wir gemacht. Hat irgendwie keine Ahnung. Und hier diesen Weg, du wirst es nicht fühlen natürlich, aber wie ich fühle. Diesen Weg hier längs gegangen bin mit meinem Hund, der abends bekifft, kein Bock auf gar nichts und immer hier längs gegangen. Und ach, das war einfach eine schöne Zeit, ja, hier oben. Das ist einfach, die Zeit vermisse ich auch. Ne? Ich fühle den Weg. Ich glaube, jeder zu Hause weiß das auch, wenn man wieder da ist, wo die Kindheit war und sowas und da langläuft. Ja. Das ist natürlich, das ist ganz besonders. Habe ich doch gewusst, nur wegen der Fahrräder. Ich dachte, du weißt alles, hier steht ein Kran. Ja, ist doch in Ordnung, wir können hier weitergehen. Und genauso war es bei mir. Und ich sagte, no joke, ich habe auch in so einem Haus gewohnt. Ich habe es auch mal in einem Instagram-Livestream gesetzt. Und ich wurde oben im Stockwerk, im Hausflur, vergewaltigt. Von dieser Tussi da? Ja. Keine Vergewaltigung, war was Positives. Die war 16, ich war 11, das war wunderschön. Ja, das glaube ich. Aber wenn du noch nie vorher irgendwie selber an dir gemacht hast und spritzelst ab, weißt nicht, was es war. Das war gut. Komisch, ne? Ja.
Und was sieht man jetzt bei dir? Lass mal kurz gucken. Ja, siehst alles. So, mit dem Finger, warte mal. Das hier war unsere Wohnung. Also das war ein Wintergarten und hier war das Wohnzimmer von meiner Mutter. Das ist die alte Wohnung, Weimarstraße 20b. Ja. Das ist die oben in der Südschule. Das ist jetzt wirklich, also das hier ist wirklich oben in der Süd. Das ist hier wirklich oben in der Süd, Digga. Das ist die Südschule. Die Leute verstehen ja immer nicht, warum Süd, Nord... Ist das Hauptschule? Nee, das ist hier Orientierungsstufe, wenn es das noch gibt, so. Ich weiß nicht mehr. Orientierungsstufe gibt es nicht mehr, das heißt jetzt irgendwie anders. Also ich hatte ja früher für das gesamte Gebäude hier den Schlüssel. Er war? Ja, ja. Warum? Da hat mein Lehrer verloren. Ey, wir sind einmal bei mir auf der Schule. Ich habe freitagabends das Fenster offen gelassen. Und dann sind wir nachts in der Schule rein, weil das war, ey, jeder kennt den Traum, mal nachts allein in der Schule sein. Oder mal nachts allein im Supermarkt. Und dann sind wir in den Turnhallen und haben Basketball gespielt. Das war, ey, weißt du, wie geil das war? Hab ich ja auch immer gemacht. Weißt du, wie geil das war, sowas? Jeder kennt den Traum, Jungs. Mal nachts in der Schule rumlaufen. Ich habe den Schlüssel damals jemanden für einen 20er oder 10er Ort abgekauft. Und dann hatten wir immer früher das hier vorne. Muss man filmen da den Aal. Das da vorne war früher kein Rasenplatz, sondern das war ein Grandplatz. Ein Grand? Grand. Kennst du das? Nee. Grand, diesen Sand. Und ich hatte ja, wie gesagt, für die Schule den Schlüssel und konnte auch das Tor da vorne aufschließen. Das sah früher noch ein bisschen anders hier vorne aus. Und dann sind wir immer da um die Ecke und dann war da eine Bank. Und dann haben wir immer Fußball gespielt mit den Jungs und gekifft. Da haben wir immer unseren Sommer verbracht. Und du gehst auch auf eine Sonderschule hier, oder was? Nee, ich gehe auf Grün. Wie heißt die Scheiße nochmal? Nicht mehr Orientierungsstufe 5., 6. Klasse, sondern wie heißt das? Unterstufe? Unterschied. Nein, welche Klasse bist du denn jetzt? 6. Ja, aber wenn du warst doch dritte, erste, zweite, dritte, vierte, warst du ja Grundschule. Ja. Und was kam danach? Jetzt kommt, ich weiß nicht, was man. Also ich weiß auch nicht, was du da denkst, das gibt's nicht. Schnauze, das gibt's. Gibt's Orientierungsstufe noch? Nee. Aber in was für eine Schule bist du jetzt? Gymnasium. Und wo warst du vorher? Studierschule. Bist du direkt von der, du bist auch nicht direkt von der Grundschule aufs Gymnasium? Doch. Ist das scheißegal, wir brauchen es nicht mehr, lass den Jungen machen. Nein, man hat doch noch ein so ein Jahr, wo man guckt, wo man reingeht. BVJ, Berufsvorbereitungsjahr. Nein, das ist was anderes. Nein. Ich weiß nicht, was du meinst. Nein. Ich hatte das Glück, dass ich sogar schon mit 6 eingeschult wurde, wegen überintelligent. Ja, wahrscheinlich. Das ist wahr, das stimmt. Ich habe Dreiecke schon gemalt und alles. Das stimmt, ohne Scheiß, fragt meine Mutter. Ich habe Dreiecke und Kreise malen müssen. Du bist auf die Dings gegangen, in die Behindertenschule Lebenshilfe. Ich bin direkt rein. Ich war aus dem Kindergarten ein Jahr früher, der darf gehen. Was mache ich jetzt hier auf der Sonderschule? Hey Knossi, guck mal, ich zeig dir hier die Hut und das mache ich auch gerne. Aber wenn du ihr Disrespect gibst, dann fahren wir direkt wieder los. Zeig ein bisschen Liebe. Was für Sonderschule? Hast den Schlüssel dabei? Was für Schlüssel? Das soll mal reingehen. Den habe ich verloren, wie der Lehrer. Hätte eh nicht mehr gepasst. Früher war hier zum Beispiel, Digga, ich bin mir nicht ganz sicher, wo. Warte mal. Hier in diesem Bereich irgendwo war eine Tischtennisplatte. Da ist sie jetzt. Naja, ja, aber hier war früher noch eine. Und, also hier waren zwei Stück und hier war immer früher eine Tischtennisplatte. Und wir sind hier immer Dings gefahren. Sag schnell, Inlineskater. Haben hier die Bank mit Wachs eingeschmiert und dann sind wir immer gegrindet. Ey, die Leute finden uns jetzt überall. Ja, das ist, weil wir jetzt angefangen haben, Fotos zu machen, wollen jetzt alle kommen. Das ist das, was ich meine. Bruder, dich kenne ich doch, mein Lieber. Was hast du denn da mitgebracht? Für heute Abend im Stream schön. Oh, der ist lecker, Junge. Der ist richtig geil. Den trinke ich heute Abend, oder nicht? Den trinke ich mir aber schön heute Abend. Oh, Marcel, den trinke ich mir heute Abend, du schön. Bei mir wird in der Wohnung kein Alkohol getrunken. Na, Gott sei Dank, Blatt. Aber darf ich dir die nachher ins Arschloch mal checken? Ja, natürlich. Und ein bisschen Sprudel. Wenn du vorne bei mir auch noch mal ein bisschen Lulli? Ja, kein Problem. Na, ist ja kein Problem, das ist auf jeden Fall hier die Südlinge anpassen. Sehr gerne. Ich mach das mal kurz ins Auto, mach mal den Kofferraum auf da bei gibt's dir. Da gibt's keinen Kofferraum. Noch gibt's, aber der ist sehr, sehr klein. Ist das Internet hier noch gut? Ja, ja. Ja? Top. Ja, super. Meine. Was ist denn los? Ist doch gut. Ja, ja. Für das guck mal, hier habe ich mal vom Hotel geschenkt bekommen. Was hast du da drin? Geschichten aus der Hut, Alter. Geschenkt bekommen alles. Nice. Wirklich, ich leg die lieber so hin. Guck mal, was ist das? Was das ist das T-Shirt. So, der reicht doch. Natürlich reicht der. Natürlich. Motor ist hinten, Freunde. Leute, Motor ist hinten, Chat. Ich muss auch mal gucken. Haben die gefragt, wo der Motor ist? Kein Motor, wo ist der? Aber ich glaube, die Scheiße. Schick, gefällt dir oder was? Ja. Ist ja das wichtig bei einem Mann? Ja, schon. Ja, finde ich auch. Okay. Ey, dass aber wirklich auch immer gleich so Versammlungen stattfinden, ist echt Wahnsinn. Nee, der kommt aus Berlin, der. So. Hm.
geil, Jungs. Halb in den Chat für diese Führung oben in der Süd. Erzähl was über den Wachtel-Imbiss. Ja, ist legendär hier. Wachtel-Imbiss, Currywurst, Pommes und Jalla, lecker. Currywurst, Pommes. Aha, den ist er nochmal, wollte er nochmal zeigen hier. Wollte er nochmal ein bisschen zeigen, ne? Kann er mir erzählen, was er will? Der ist nicht eingetragen, Digga. Das ist eingetragen. Ja, meinst du denn, du hast doch gelesen? Im ich wette nicht hier um 100.000 Euro, dass er nicht eingetragen ist. Leute, kennst du das? Die Leute mit dem kleinen VW, die gehen da richtig an. Ach, das hat keine Ahnung. Jungs, wollt ihr auch eine Pommes oder was? Schöner Jogginganzug, Junge. Wollt ihr Pommes oder was? Ja. Wollt ihr Pommes, Blech? Nee. Hat Papa nicht gelernt, wenn man anbietet, muss man nehmen? Nein. Aber wenn ich jetzt 50 Euro geben würde, würdest du nehmen? Ja, gerne. Ja, ja, ja. Okay. Links was machst du? Ich mach mit den Spielchen. Was müssen sie machen, die Jungs? Erraten. Okay, kann man komm. In den Spiegel rumgucken? So, welche Hand? Du erst dran. Die. Machst du richtig? Ja! 50 Euro, Mann! So, jetzt bist du dran. Ehrenmann! Junge, wenn du jetzt auch. Robert, du musst es. Geh in dich, konzentrier dich. Überlege, wie wird er denken? Von alles was denkt er? Als Supporter haben sie zu. Oh, danke. Ich hab gar kein Get on the Level mehr, du Spinner. Nein! Egal, komm, hier rein. Get in the Level heißt es übrigens. Get in the Level. So heißt das nämlich. Wir setzen uns aber draußen. Ich bleib hier draußen. Ja. Einmal. Stellst dich jetzt hier einfach rein, ohne irgendwie mal zu Einmal aufstehen. Ja, aber kannst du doch nicht einfach hinstellen hinter uns, Digga. Musst du vorher fragen, einmal wegen so nett. Jetzt wird's ein bisschen unangenehm. Sorry, tut mir leid. Ja, muss man ein bisschen Respekt haben. Du kannst ja nicht vor mir am Pimmel rumspielen. Er hat sich gerade am Schwanz gefasst, das ist ja ekelig, Digga. Ja, und? Junge, das sind 70.000, die gerade gesehen haben, wie du dir die Eichel massierst. Hinter mir am Schritt. Das ist ja widerlich, Junge. Auf Gesichtshöhe. Moin. Könnt ihr gleich ein Foto machen? Nicht mal bitte dabei bleiben. Jetzt werde ich aber auch gleich fuchsig hier, das erste Mal, oder? So. Wir machen jetzt hier noch ein Foto, danach werde ich in Ruhe, meine Ruhe hier essen. Erstmal. Okay. Und spiele nicht am Schwanz hinter mir rum, das ist ja ekelig. Das war schön, das waren 70.000. Das war echt, Digga, das war dieses andere unangenehm. Hat man das gesehen? Der hat sich hinter mir am Schwanz rumgespielt. Das war so eine Situation, das fand ich jetzt gerade zum Beispiel unhöflich. Wir sitzen hier, er weiß, wir sind am Stream, Digga. Nicht jetzt kein böses Blut, aber er stellt sich einfach hinter mir, ohne irgendwas zu sagen. Einmal hat er gesagt, einmal. So, jetzt kommt der nächste, Digga, leck mich am Arsch. Also, ey, das ist. Die Leute, weißt du, was das Schöne für dich ist? Einmal sehen sie es live, wie es wirklich ist. Die Leute sehen live. Ich habe es ja das letzte Mal auch in meinem Video erzählt. Nee, ich mache jetzt keine Fotos mehr, Digga. Erst wenn ich in Ruhe gegessen habe. Ich will jetzt meine Ruhe haben. Der hört dich nicht, der hat den Helm auf. Das ist mir scheißegal. Ich will jetzt meine Ruhe haben. Da bleibe ich auch eisern. Ich will jetzt in Ruhe hier meine Leute da. Jetzt kommen immer mehr. Komm, ich will. So, und jetzt richtig fett mit Mayo. Und jetzt rein damit. Sag ehrlich, ist. Ja. Die Mayonnaise, Digga, da kann ich mich reinlegen. Mm. Oder? Sie ist echt lecker. Die Mayonnaise ist echt nicht lecker. Nicht diese 0815 scheiß Mayo, die du immer bekommst in diese Plastikpackung, die du selber hast. Scheiße, ich bin auf die Pik drauf geflogen. Mach doch nichts, isst du mit. So. Ich esse immer mit dem Besteck hier. Weil ich keinen Bock habe, mir ein Besteck zu nehmen, was irgendwie jemand schon im Mund hat. Wollen wir gleich mal die Wurst auch noch testen, ne? Dankeschön. Hä, du, was ist mit? Nee, ich esse mit Metallbesteck nicht. Ich esse immer Plastikbesteck. Woher kommt das denn? Weiß ich, habe ich irgendwie eine Phobie, weiß ich nicht. Ich kann mir auch daheim? Nein, aber ich kann mir kein Besteck rein. Aber was gewaschen wurde von einem anderen? Ja, nein, ich kann mir kein Metallbesteck reindrücken in einem Restaurant, wo schon 100 andere im Mund hatten. Das finde ich, auch wenn es gewaschen ist, kann ich nicht. Eine Phobie. Sag ehrlich. Ist sehr gut, die Wurst. Habe ich dir auch gesagt. Also wenn du jetzt, erster Eindruck, 10 Punkte ist das Beste für eine Currywurst, was sollst du geben? Ja, gib mir noch einen Moment. Okay. Ist eine sehr gute Wurst. Sehr lecker. Wir fahren weiter. Marcel, nächster Stop. What is next stop? Hab ich nicht. Wir können unten durchs Ghetto nochmal fahren. Wir fahren durchs Ghetto? Aber du willst ja auch noch fahren. Und dann fahr ich. Wow. Du kannst ja einfach mal filmen. Mal die Sicht als Fahrer. Ja, ja, so ist unsere Sicht, Freunde. Seht ihr da noch hier unten schön das Cockpit? Und dann wird so gefahren hier. Dicht auffahren, Digga. Immer Sicherheitsabstand ist wichtig. Ja. Hier geht's aber in Buxtehude mit dem Internet, ne, die ganze Zeit. Ja, ey, top Internet bis jetzt. Nur einmal an der Schule kurz. Top. Also, wer würde jetzt gerne auch mit mir tauschen und hier drin sitzen und ein bisschen einfach genießen? Eins in Chat.
also ich habe nie ein Traumauto gehabt und würde auch sagen, Lamborghini ist nicht mein Traumauto, weil es gibt so viele schöne Autos. Ein Traumauto, weiß ich nicht. Aber natürlich, wie viele andere Jungs auch, die schreien ja alle rum. Alter, die schreien hier von überall. Entweder. Scheiß drauf. Aber Lamborghini hing als Junge bei mir im Kinderzimmer, weißt du? Ja, ja. Damals der Diablo und so. Aber hast du nicht am Anfang immer Lamborghini gesagt? Ich sag Lamborghini, Lamborghini ist doch scheißegal, die Leute wissen, was ich meine. Aber ey, du merkst es auch, die Leute, man merkt es auch. Der fährt mit dem Lamborghini hier durch, egal. Und ich weiß genau, die zwei älteren Herren, die haben ihn jetzt nicht gekannt. Die gucken Lamborghini, die sind, da geht gleich der Arm hoch, da wird geguckt, ne? Es gibt zwei Menschen, zwei Sorten von Menschen. Die einen machen so, geil, Daumen ja. hoch. Und die anderen habe ich so oft, ich fahre an denen vorbei, die sagen, ist das hässlich. Zu laut. Zu laut. Und dann sage ich einfach, also wenn Leute zu mir sagen, der ist ja hässlich, dann sage ich immer, das Ding besser, aber ich den leisten können. Das ist der pure Neid. Und Deutschland, muss man wirklich einfach sagen, ist halt einfach auch ein Land, wo die Leute sehr viel Missgunst und neidisches Auge machen. Wenn dem jemand nicht gefällt, dann gar kein Problem. Aber muss ja nicht sein, dann zu sagen, der ist aber hässlich, da habe ich ja nicht nachgefragt. So. Und das sind dann die Leute, die einfach neidisch sind. Ja, das gibt es viele. Das ist hier, das ist jetzt nicht das Ghetto, so, sondern das Ghetto ist theoretisch gesehen gleich hier hinter, da sind dann ein paar Hochhäuser, hier rechts ist so Hochhäuser. Und du würdest sagen, dann halt hier Brennpunkt, ja? Also hier ist auf jeden Fall schon, also du kannst es nicht vergleichen mit einer Großstadt. Ja, natürlich. Ghetto ist ganz anders. Nö, aber wie bei uns zu Hause auch, Rastatt. Aber hier werden natürlich die Leute untergebracht, die halt weniger Geld haben und oder Flüchtlinge oder andere südländischsprachige Leute. Und natürlich, hier stoßen viele Kulturen aufeinander. Und hier gibt es mehr Ärger auf jeden Fall als in der Süd oder sowas, das ist klar. Film mal einmal nach da oben bitte. So, ich zeig mal wieder mit dem Finger. Hier, ja. Das ist der Balkon von meiner Mama und mir. Die Seite hier, ja. Das ist mein Kinderzimmer, mein ehemaliges. Ja. Das hier auf der Seite, das ist das Schlafzimmer meiner Mutter oder das Wohnzimmer und Schlafzimmer von meiner Mutter. Und hier auf dieser Terrasse, das war, hier habe ich gewohnt von Baby bis ich 11 war. So. Das ist hier bin ich groß geworden als Kind. Das ist hier, ja, hier die alte Kneipe, Digga. Da gibt es zum Beispiel eine Geschichte aus dem Fenster da oben. Mein Kinderzimmer habe ich damals meine Katze runtergeschmissen. Als ich jung war, da wusste ich es nicht besser, habe ich sie so runtergestoßen. Kater, ist ja nichts passiert, Katzen können ja sich gut abfangen. Ist sie runtergefallen, meine Mama und ich haben sie dann gesucht. Sie war ein bisschen sauer mit mir, haben sie nicht gefunden. Und wo war sie? In der Kneipe. Ist sie in die Kneipe reingelaufen. Ja, wirklich, wahre Geschichte. Ich habe mal, wo ich die Balkons sehe, ich habe mal an so einem Balkon gehangen bei uns, wo wir gewohnt haben. Hast du mal? Kam nicht mehr hoch. Beabsichtigt oder bist du abgerutscht? Ich wollte ein bisschen klettern so. Mit 14, 15. Hast du Feuer noch stecken oder was? Dann hat die Mutter die Nachbarn geholt und die haben mich wie so ein Schwein wieder hochgezogen. Hier kleine Geschichte noch. Hier vorne ist so ein kleiner Abstellplatz gewesen früher. Da haben Leute ein paar Sachen hingetan. Und ich habe mit meinem Kollegen ein bisschen mit Feuer gespielt da vorne. Mit Styropor, das hat er früher, wenn es gebrannt hat, so geil getroffen. Ja, ja, ja. Und dann haben wir Styropor angezogen mit Streichhölzer über einem Sofa, in einem trockenen Meister lag. Und dann ist das Styropor runtergefallen, das ganze Sofa hat gebrannt. Bin ich hochgelaufen, heult zu meiner Mutter und ja. Der Umwelt zuliebe war das alles, ja. Guck mal, hier vorne ist noch ein ganz altes Graffiti-Tag von mir. Also, das kann ich erzählen, weil es schon verjährt. Hatze oder was? Nee, hier. Ganz, das ist schon ganz, ganz alt. Box the Hudener King Image. Guck mal, hier ist es. Ey, wenn ich hier immer nicht einen Hunde scheiße oder was, ne? Das habe ich damals mit dem Schuhmarker gemalt. Kennst du die Schuhmarker für die Schuhe? Natürlich. Das haben wir hier. Buxtehuder King Image. Ganz alt. Klebt aber immer noch. Buxtehuder King Image. Was soll das bedeuten? Das war damals, war ich auf meinem Film, Digga. Damals war ich auf meinem Film und... Welcher Film war das? Das war der Ich bin unbesiegbar Film. Ich zeig mal keine Klingelschilder lieber. Nee, hier wohnen jetzt auch nur noch Mehmet und Ahmed. Das war früher anders hier. Aber das muss doch das... Wo ist dieses große Hochhaus, was ich gerade eben gesehen habe, das so ein bisschen verwahrlost war hinter dem Bäumen? Das muss doch... Das ist doch das, wo sie alle... Mord und Totschlag. Hier da vorne, ja. Da, also es ist für Buxtehuder Verhältnis ist das hier das Ghetto. Ey, das ist ja der Hugo Boss, Junge, wieder dem ersten 50er. Guck, der wohnt hier. Junge! Dein Kumpel wohnt. Das ist doch unser Freund hier mit dem Hugo Boss. Hier sind auch Bordelle. Sag ihr Puff? Nee. Nee, besser nicht, ne? Wohnt dein Kumpel da, oder was? Habt ihr den 50er schon verbraten? Wusstest du, dass ich hier vorne groß geworden bin, Alter, der Straße reinfährt? Hast du meine Story gesehen? Korrekt.
Komm, lass mal weiter, bevor die Mütter uns absteigen. Arne kommt gleich. Ja, geh rein jetzt, geh rein. Die hat Essen gemacht. Was ist das für ein Zufall? Wir laufen hier. Das ist ein lustiger Zufall. Das halt echt, und er guckt einfach aus dem Fenster. Hallo, ich bin's wieder. Das ist ein lustiger Zufall. Aber guck mal, zum Beispiel da vorne, das große Hochhaus, was man jetzt nicht mehr sieht. Da wurde vor eineinhalb Jahren, ein Pole, ein erwachsener Pole. Erstochen. Ein älterer Mann wurde da, mit seinem Kind war da im Fahrstuhl und ein verwehrter Typ hat ihn einfach abgestochen. Vor seinen Kindersaugen. Jo, wir sind am Livestream, pass auf, 80.000 Leute schauen zu. Okay, was geht ab? Nicht hier, moin. Ich besuche hier meine alte Heimat, Digga. Ehrlich? Ja, ich bin doch hier groß geworden. Wir machen hier einen neuen Laden auf. Hab ich schon gehört. Aber, schon gehört? Ja, natürlich. Aber hat ja gerade auch noch ein Kollege von mir in der Innenstadt eröffnet. Avantai-Markt. Genau. Türkische Markt, ne? Genau. Avantai. Wollen wir noch mal gucken hier. Avantai-Markt, Jungs. 90.000 Leute, bessere Werbung kannst du nicht haben. Bessere Werbung geht nicht. Für was seid ihr bekannt? Türkische Ware, Fleischerei, alles drum und dran. Mach doch mal auf, zeig doch mal von innen. Hier war früher schon mal einer drin. Gib mal eine Führung. Weißt du, was hier ganz früher drin war, als ich hier gewohnt habe? Nicht mit Zigaretten rein, wenn es geht. Ich gehe nicht rein. Weißt du, was da früher drin war? Hier war früher. Das war ein türkischer Laden. Nein, ganz früher, vor 20 Jahren. Weißt du, da war es ja auch wahrscheinlich. Jetzt los. Hier war früher Bea-Café drin. Was habt ihr für ein Auto da? Was ist das hier für eine Kiste, du? Was ist denn das hier für ein Kistchen? Was macht der von 0 auf 100? 3 Sekunden. Ich muss wirklich sagen, den 3-Sekunden-Club, den mag ich nicht, Digga. Wieso? Der 2-Sekunden-Club ist besser. Guck mal, wer da kommt. Ja, ja. Aber soll ich dir ehrlich was sagen? Ja. Ich finde den Wagen von innen drin fast hübscher, Digga, als der Lambo. Hat dich deine Mutter rausgelassen oder was? Darfst du nochmal? Nee. Der ist irgendwie. Der gefällt mir. Gefällt mir, Audi. Ist auch schöner Sound. Gleiches Auto. Also. Ist hier große, Leute, ja, das ist hier. Auf einmal an. Oh, sieht aber auch, ist schön, ja. Ja. Schlüssel rein. Ja. Wir testen auch gerne die Autos durch von euch, Jungs. Ich am Arsch, Alter. Jetzt gehen schon die Rollläden hoch hier, das sage ich dir. Jetzt gehen schon die Türen auf hier. Schönes Auto, muss ich sagen. Ich finde die von innen drin wirklich hübscher als den Lambo. Auch die Sitze sind bequemer, Digga. Hier drüben, da war früher eine Sparkasse drin. Ja, im Online-Shop. Und davor war ein Aschenbecher. Ja. Und die Leute haben immer ihre Zigarette reingeschmissen und immer Hälfte dran gelassen. Und da haben wir das erste Mal, ich und mein Kollege Dieter. Dieter hat da drüben gewohnt, Dieter Harms, richtig guter Mann. Da haben wir uns die Zigaretten da geklaut. Dann sind wir rüber zum Spielplatz gegangen und haben das erste Mal geraucht. Und ich habe auf Lunge direkt geraucht. Und mir ist so schlecht geworden. Dann bin ich nach Hause weinend gelaufen. Hat Mama gesagt, Mama, mir ist schlecht. Mir ist übel. Und hat sie gesagt, was hast du gemacht? Ich habe gesagt, ich habe geraucht. Und dann bin ich in mein Zimmer gegangen, hat sie mir einmal hingestellt. Ich habe so gekotzt. Ja, glaube ich. Und immer noch so ein Idiotenrauch, immer noch. Dann sind wir hier Wahnsinn, Alter. So, ey Jungs, wir ziehen weiter. Wir wollen noch mal vorne da. Alles klar. Rund. Wir wollen noch Foto. Ja, Aufgaben. Moin, moin. Der König geht jetzt, Kinder. Hier war früher auch alles anders. Hier stand Telefonzelle. Ja, gibt ja gar keine Telefonzelle mehr, gell? Hier stand die Telefonzelle und von hier hat man seinen Dealer angerufen, der da vorne gewohnt hat. Er hat kurz 5 Minuten Zeit oder 10 Minuten. Mit Telefonkarte oder mit Münze noch? Kleingeld, hat immer geschmerzt. Ging noch oder was? Ja, klar. Ja. Mit kleinem Geld, beste Leben. Der wurde, glaube ich, letztens neu lackiert hier vorne. Ciao, gell? Ja, das ist doch natürlich hier dann aber auch. Ja. Und das bist du, oder was? Nein. Weißt nicht, wer das ist? Habe ich mir sagen lassen, dass hier einer den Stromkasten letztens besprüht hat. Keine Ahnung, wer das ist. Was kann das heißen? Diese dumme Sau. Was kann das heißen? Was heißt das? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sind das für Buchstaben? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, Rack. Wir gehen weiter. Ey, die sind aus deiner. Die Jungs, ja nicht hoch. Die Jungs sind aus deiner Wohnung. Der hat da früher gewohnt bei euch. Doch, das ist die Wohnung. Das ist die Wohnung. Nee, 20 Jahre her. Schon ganz lange. Zwischenzeitlich war da auch ein Puff drin. Das weiß ich doch. Ein Schiefer ist da, okay. Achso, ja, ich habe Ihnen nur kurz hier die alte Heimat gezeigt. Früher. Ja, die rechte Seite war mein Kinderzimmer und das war das Zimmer von meiner Mutter. Eigentlich eine schöne Wohnung, ne? Ja. Wo
Ciao, ciao. Mit 20, vor 20 Jahren, als er 4 war. Habt ihr recht, Chat? Ja, ja, genau. Tschüss, ne? Das hier war früher die Häuser dahinter. Das war alles weitläufiges Moor. Da konntest du spazieren gehen. Ja, ist Familie alles zugebaut. Alles normal. Zugebaut. Aber das ist normal, Marcel. Ja, die Bauplätze werden gesucht. Aber mir und schmerzt das in der Brust, weil das ist ein Kindheitsplatz. Da bin ich ist normal. Hab ich gespielt. Ist normal. Bei uns wird auch jetzt alles zugebaut, was früher Felder waren. So, das sind jetzt hier unsere sogenannten Ghetto-Blocks. Dahinter ist noch eins. So, und ich sag dir ganz ehrlich, das ist nicht unbedingt geil, da zu wohnen. Ja. Die Investoren der Häuser haben sich verpisst. So, das ist jetzt, ja, ja, ja. Wir haben noch ein paar mehr Hochhäuser, aber das ist jetzt so, also. Das kennt man, Märkisches Viertel. Ja, es ist natürlich im Verhältnis zu anderen Städten sehr klein, aber hier war früher auf jeden Fall viel Action, Digga. Mein Block, mein Block, mein Block. In 17. Stock. So ein Ding. Ey, wir sind Platz 3 Stream weltweit. Ordentlich. Yo! Was geht bei euch? Guck, da wäre ich echt gerne nochmal 15. Ja, aber dass du nicht anhältst. Nee, scheiß drauf. Ach, meinst du, die waren minderjährig? Ja, na klar, waren die minderjährig. Die fahren Fahrrad, Digga. Ach so. Hier ist das bekannte Rasayan. Was ist das? Da habe ich als kleiner Butch hier mal drin gegessen. Da, das war das Asia-Buffet. Da, nee, das war das Restaurant, was ich in meinem Buch erzählt habe. Von dem Kollegen, der behauptet hat, ich hätte ihm die geklauten Sachen in die Tasche gesteckt. Aha. Für die Leute, die das Buch gelesen haben, die wissen Bescheid. Aber die freuen sich, guck mal, die sehen Lamborghini und freuen sich die Leute. Ja, es gibt, wie gesagt, die eine Sparte, die direkt neidisches Auge macht. Und dann gibt's, ja, es gibt noch die Neutralen, aber viele freuen sich. Und ich sag mal, so ein Auto, das ist ja nicht alltäglich. Nee, nee, nee. Weißt du, wie ich meine? Wir haben auch zwei Leute, die uns die ganze Zeit hinterher fahren. Ja? Ja, ja. Du siehst, hast du das im Blick, dass uns Leute verfolgen? Natürlich. Ey, und ihr fährt aber dicht auf, ne? Ja, ja. Ja, 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 die haben uns echt verfolgt. Nichts gehört. Leck mich doch am Auto. Aha. Ohne Scheiß, den Audi fand ich echt schön. So, Knossi, jetzt fährst du.